Ja, hallo Leute. Hallo People. So, wir sind jetzt wieder bei Super Sequel Number 10. Okay, und jetzt machen wir mit dem nächsten. Na, dankeschön, ihr lieben Feuerbälle. Na, jetzt machen wir, wie gesagt, hier weiter. Okay. So, ich lasse euch jetzt mal vorbei. Mit euch hätte ich jetzt nämlich nicht gerechnet, muss ich zugeben. So. Okay, aber so schwer ist der auch nicht. Man muss nur aufpassen, was man tut. Und... okay, was ist denn da Hübsches? Also sind da wirklich nur ein paar Shells? Und ja, was war das? Ach, Hammer, Hammer, Himmel, Himmel, hin. Ja, das sollte man auch nicht machen. Ich bringe ich jetzt zweimal um. So. Und nochmal das Ganze. Und diesmal Concentration, please. Wow, genau das meine ich. Mit Concentration, please. Denn diese Aktion, die ich da gerade eben gemacht habe, war nicht, zeigt nicht unbedingt von Concentration. Ja, der erscheint genau an der richtigen Stelle. Wo, so wollen wir den haben, den Kamek. So. Koopas töten. Ihr seid nämlich zu viele. Ja. Gut, man muss sich nur an die richtige Stelle stellen, dann erscheint er auch an der richtigen Stelle. Und der Koopa meinte, sich leider im falschen Moment umdrehen zu müssen, was ich sehr bedauerlich finde. Mann! So. Zack. Nein, 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 nein! Och, nö. Eigentlich ist dieses Level nicht schwer. Ich mach's mir nur schwer. Weil ich's mal wieder viel zu eilig habe. So, aber das Leben hole ich mir. So. Tut mir leid, aber... habe dich jetzt einfach gebraucht, um ein bisschen mehr aufzuräumen. Jetzt müssen wir nur warten, ja, bis der komische Typ wiederkommt. Geht doch. Zack und rein mit dir, Mario. Gut, wir haben es bis zum Midway Point geschafft. Okay, wenn es jetzt schon wieder Lex gibt, mache ich einen kurzen Aufnahmestopp. So, hier bin ich wieder. Gut. Nein. Okay, dieser Raum ist ein bisschen gemein. Zack. Wobei, der geht eigentlich auch. Wie man hier sieht. Ja, und hier muss man auf diese Viecher aufpassen. Und
rein mit dir, Mario. Na, geh doch. Boah, Hilfe. Mein Gott, das ist so eng. Hier, da hat man kaum noch Freiraum. Und ja, die Lecks werden mir wieder auch nicht helfen, das Level irgendwie abzuschließen. Ach, der geht mal wieder zu weit nach oben. Okay, aber da war das Ende. Ich hab's ja gesehen. Mein Gott, wie geht's mit dem Pilz? Das finde ich ziemlich schrecklich. Zack. So. Wir können jetzt zumindest mit ein paar Blumen vollstopfen. Ich möchte nur mit dem einen Leben jetzt da durchkommen. Das wäre auf jeden Fall vorteilhaft für die Gesundheit. Zack. Was sollen diese ganzen Blumen hier? Was bringen die eigentlich? Ihr wisst schon, diese ganzen Piranha-Pflanzen, meine ich. Zack. Ach Gott. Ach, geschafft, Gott sei Dank, die ist doof. So, Number 3. Fängt schon mal ähnlich an. Okay, aber das unterscheidet sich wieder. Ja. Ah, Nanometer, die Peter. So einfach ist das hier ja nicht. Merkt man. Okay, hier brauche ich Power-Ups. Sehe schon, das geht nicht. So, jetzt werden wir es dem Level aber zeigen. Ja, genau, das werden wir tun. Zack und rein in die Röhre, du Sack. So. Wow. Plop. Okay, der war nicht so geschickt. Und der auch nicht, aber egal. Wenigstens kann man jetzt hier drüber. Okay, da ist die Röhre. Gut, dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. Hier gibt es auch nirgendwo ein Power-Up. Doch, hier. Gut, das kann man jetzt kurzzeitig zum neuen Power-Up-Zentrum umfunktionieren. Oh, hier gibt es sogar Federn. Gut. Dann nehmen wir das erst recht zum Power-Up holen. Sodala. Die Macht der Federn würde ich erzittern lassen, du blödes Level. So. Joy. Stirbt alle. Ihr seid nichtsnutzige Kreaturen. Ihr seid für den Tode bestimmt. So, zack. Und ohne ein Power-Up verloren zu haben, rein hier, so muss es sein. Ah, hier haben wir wieder die guten alten verglitschten Zweinis, die Gegner, die ich so lieb hab. So. Thank you.
Ja, ich wollte gerade sagen, lass mich doch nicht so einer einfachen furzigen Fledermaus treffen, aber offenbar schon. Zack. Oh, hier haben wir wieder den Midway Point. Also, an das Level kann ich mich auch noch vage erinnern. Ja. Muss ich hierzu noch etwas sagen? Außer, dass es gemein ist. Ich hoffe, dass ich hier das Richtige gemacht habe. In manchen Sequels ist es so, dass man darauf springen kann, wo eine Münze ist. Was? Ach Gott. Das ist zwar eine coole Idee, aber auch gemein. Ach. Ja. Gut, dann drücken wir dieses Ding eben nicht. Ich habe dazugelernt. Oder wir drücken das doch. Denn ich möchte wissen, wo genau man wieder hinkommt, wenn man da wieder rausgeht. So, mit einer Feder hat man vielleicht hier noch eine Chance. Oh, ich will das Teil drücken. Okay, wenn du eben zu blöd bist, um da richtig hinzuschweben, du dummer Klempnersack, dann eben nicht. Mann, das war echt ein unnötiger Fail. Very unnötig, I think. Very, very unnötig. So. Zack. Ah. Was? Wehe, jetzt kommt noch mal sowas. Gut, dann bin ich jetzt vorsichtig. Sorge dafür, dass so ein Scheiß nicht mehr passieren kann. So. Schnell! Ja. Warum kommt man nicht mehr zurück? Man kommt tatsächlich nicht mehr zurück. Ich bin die ganze Zeit gegen diese dämliche Röhre gelaufen und er wollte mich einfach nicht mehr zurückbringen. So. Gut, dann machen wir das eben ohne dieses Ding ins Bums da. Ja, ich hab doch die Feder gewirbelt. Mein Gott, warum gilt das jetzt als Treffer? Jetzt habe ich versehentlich schon wieder einen falschen Schalter gedrückt. Ach, jetzt wollte mich der Leck tatsächlich wieder daran hindern. Ja, da geht's tatsächlich nicht raus. Habt ihr das gesehen? Also, das ist eine Arschlochstelle, eine unnötige Arschlochstelle dann. Also, wenn man da tatsächlich raus könnte, dann... So. Jetzt machen wir das aber. Und wehe, du schaffst das nicht. Okay. Den Treffer nehmen wir jetzt einfach mal hin. Gut. Soll ich das Ding jetzt drücken oder nicht? Ja, das frage ich mich hier immer. Weil manchmal wird man einfach in den Tod geschickt. So wie hier! Ja, das ist aber ultra lustig. Wirklich so lustig. Mann. Wenn ich jetzt deswegen Game Over gehe, dann kannst du was erleben, Spiel. Wegen noch so einer unnötigen Falle. Okay, immerhin eine Feder haben wir noch. Gut, dann drücken wir eben gar nichts. Na, dankeschön, du blöde Säge. Okay, darauf war ich jetzt vorbereitet.
Mein Gott. Wenn es so dunkel ist, kann man diese Linie auf der die Reiten nicht mehr erkennen. Das ist hier irgendwie so das Problem. Okay, ja, man, Geisterhaus. Also nichts Dramatisches. Oder doch etwas Dramatisches, wenn diese Viecher auftauchen, mit Sicherheit. Ah. So, nur noch ein paar Millimeter. Gut. Rein da. Boings. Boings! Puh. Dachte schon, ich renne jetzt in diesen dämlichen Bullet Bill rein. Okay, continue and save. Hier werden wir am nächsten Part weitermachen. Bis dann, Tschüssikowski.